So, hier haben wir die Frau Huthas aus Neunkirchen. Du arbeitest noch dort? Nee, nicht mehr. Nicht mehr, aber die Klamotte hast du mitgenommen? Ja, mir hat keiner gesagt, dass ich sie zurückgeben soll. Okay, dann machen wir Schleichwerbung auch für Huthas. Da waren wir nämlich noch vor Weihnachten im Huthas. Was muss man mitbringen, wenn man ins Huthas gehen will? Naja, ich habe mich beworben und die fanden mich ganz nett und okay und dann... Gut aussehen muss man, freundlich sein. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass ich hässlich bin, sonst hätten sie mich ja nicht gar nicht. Und was muss der Gast mitbringen, außer gute Laune? Ein Gast? Ja. Ja, auf jeden Fall gute Laune und Gäste sind im Prinzip immer, ich weiß nicht, war immer echt cool dort. Also ich habe nicht lange dort gearbeitet, aber es war immer schön und war. Und bist du weg oder gegangen worden? Wie? Bist du weg oder gegangen worden? Ja, so beides ein bisschen gleichzeitig, weil ich bin weggezogen. Okay. Ursprünglich und daran hat es halt für mich so den Sinn verloren. Und wo kommst du her? Schwäbringen? Nee, aus dem Saarland. Okay. Aus dem Ausland. Saarland haben wir auch ganz nett. Wir haben jetzt kurz nach 12 dein Tagesschein, ich glaube, abgelaufen. Du müsstest so langsam wieder über die Grenze. Nee, war ein Spaß, darfst noch hier bleiben, halbe Stunde. Du darfst Leute grüßen. Grüß, wenn du möchtest. Ich grüße alle Saarländer an dem Punkt und Mareike, aber unwichtig, sie jetzt zu finden. Und ja, die Welt halt und sowas. Ist ja schon später, kann ich sowas sagen. Und alle Lyoner Esser. Ja, das sowieso, ja. Die sind ganz wichtig. Und wie heißt euer Spruch? Hauptsache gut Gäst. Um 12 gibt Gäst. Genau. Dankeschön, viel Spaß noch. Bitteschön.